Erstmal abspeichern. Jupp. Jupp. Okay. Alter, wer stöhnt denn da hinten die ganze Zeit, Alter? Der soll sich mal ein bisschen beruhigen. Lol. Wer ist da? Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Oh, wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Nett von Ihnen, dass er so lange mit dem Sterben gewartet hat, bis wir da sind. Wie viele von den Dingern haben wir jetzt eigentlich schon gefunden? Noch ein gutes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lilly. Ich finde dich trotzdem. Egal, wo wir hinkommen, die Leute sterben, wie die fliegen. Ach, verdammt. Oh, hä? Oh, shit, ich bin voll, ne? Ach, dass ich das doch erlebe. Verdammt. Und gleich kommt ein Foto. Bitte lächeln. Hm. Oder auch nicht? Ich dachte, gleich kommt so ein Knips und wir sind gefangen und er kommt hier angerannt oder so. Sticht uns mit dem Messer ab oder sowas. Interessant. Spritzen sind voll. Mhm. Das hier ist der Weg nach draußen. Da war die Alte mit der Kettensäge am Start. Da will ich definitiv nicht hin. Hier habe ich jetzt alles erstmal gelootet. Ich weiß, dass hier nur eine Spritze ist. Ich denke mal, hier geht's weiter. Ich sehe da irgendwie Rosen. Ja, ich denke mal, das ist definitiv sein Raum hier. Ja, alles. Oh Gott, mach doch mal die Softboxen aus, Alter. Die sind ein bisschen zu grell. Meine Fresse. Du kannst ja gar nichts sehen, wenn du da in der Nähe bist. So, dann sagen wir ihm mal Hallo, ne? Der Schatten sieht echt cool aus. Also die Musik ist so geil. Dann noch dieser Körnerfilter, total gut. Und der Schatten erst. Also das Spiel haben sie echt verdammt schön gemacht. Es fühlt sich am meisten gar nicht an wie so ein Horrorspiel. Besonders dieses ganze Kunstthema ist echt gut gemacht. So wie die ganzen Dinger stehen, habe ich das Gefühl, ich muss gleich vor irgendjemandem davon rennen, / kriechen. Weil die sind überall Ecken, wo man sich da verstecken kann. Viele Kameras, ne? Hm. Klar, so als wäre jemand gegangen und gestolpert. Irgend so ein Zombie oder so. Oh, eine goldene Kamera, oder? Ach nee, sah nur golden aus von der Seite, okay. Ich habe hier einen Zombie gehört. Ist hier irgendwo ein Zombie? Hallo? Alter, wie viele... Verschissene Kameras hat der Typ, ey. Der ist doch nicht mehr witzig mittlerweile. Oh, ich kann hier reingreifen. Nice. Bing. Naja, nehmen wir mal mit, ne? Ich hab 29.
Zum Glück gibt es davon keine maximale Tragekapazität. Das wäre nämlich ein bisschen beschissen. Ich meine, ich habe jetzt davon knapp 30 Stück. Ich weiß, wo noch eine Spritze ist, ey. Ich kann einfach nichts mehr mitnehmen. Was Heil-Items angeht, bin ich hier so krass am Stissel, das ist nicht mehr schön. Ich habe auch eine Menge Schießpulver. Ich meine, man kann davon nie genug haben, aber ich habe trotzdem eine Menge dabei. Was soll das denn? Ich habe ungefähr ein ungefähres Gefühl. Wir müssen bestimmt ein Foto so machen, dass es aussieht wie dort. Weil, guck mal, ich kann hier mit den Rosen was machen. Ich denke mal, ich muss die aufsammeln und da reinstecken. Das ist das Erste, was ich geschlussfolgert habe, als ich das gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Dich muss ich umdrehen, weil du standest mit dem Gesicht zu mir als... Ich wusste gar nicht, dass wir Telekinese beherrschen. So, ich denke mal, das wird es jetzt gewesen sein. Jetzt muss ich eigentlich nur ein Foto machen. Das? Kamera? Die Kamera ist ganz schön alt. Muss was bedeuten. Nichts. Was habe ich übersehen? Die Halskette. Ah, hier ist gerade aufgefallen. Ah. Kann ich sie nicht einfach behalten? Ich meine, Halskette, die hat schon einen dicken Wert, oder nicht? Einfach. Verstehst du schon? Mitnehmen? So. Jetzt aber hier. Knips, knips, Alter. Ich bin auch hier gute alte Pornograf. Machen wir mal hier so ein... Das gleiche Kleid. Ach, der Fokus. Ja? Wow. Ich dachte, wir machen ein Foto und sind dann auf einmal in diesem Raum. Aber dass sich der Raum hier öffnet. Das ist echt verdammt geil gemacht. Ich denke mal, in die Tür kann ich nicht rein. Überrascht mich nicht. Ah. Wer denkt sich denn sowas aus? Das sieht tatsächlich gar nicht mal so scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Also es ist natürlich krass mit dem Blut in der Hand, aber... Ey, das Bild sieht echt... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, wenn das nur Kunst wäre jetzt, so gemalt und nicht jetzt... Ich meine, gut, in Spiele ist das wahrscheinlich eine Leiche, die dort liegt, eine wirkliche Leiche in-game. Aber ansonsten, Alter, als Wallpaper, so im Hintergrund, Alter, sieht echt cool aus. Hat was. Haben die noch mehr von den Bildern hier? Alter, das wäre cool. Oh. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Na. Oh. Das mag ich definitiv nicht. Also das ist hässlich. Aber das mit der Rose hinten mit der Hand, Alter, das sah echt gut aus. Aber das Bild gerade... Das ist auch... Alter. Das ist krank. Also das war jetzt gerade wirklich ein bisschen krank. Also die Kunst wurde wirklich immer hässlicher bis hier, bis jetzt. Und jetzt kommt ein Jumpscare. Die Kunst würdigen? Na schön. Wenn es mich weiterbringt, spiele ich deine Spielchen. Okay. Ich habe mir die Bilder noch angeguckt, oder was soll ich da jetzt machen? Ah, die Tür ist verschlossen, okay. Ach, hier ist auch noch was. Man weiß, ob du Leiche gefunden. Warte mal, ist das Real Life? Leute, der hat also außerhalb vom Stem schon Leute umgebracht, oder wie? Der Fotograf Stefano Valentini. Stefano. Ohne das O könnte doch, würde da mein Name stehen. Bevor es so gesagt haben. Wie lange sie noch ihre Seele festhalten, bevor sie sterben, Alter. Ich erinnere mich. Immer noch ungeklärt. Ja, wieso haben die den Psycho-Orga, das ist Emily? Das ist Lily. Lily heißt das Kind. Er spielt mit mir. Ich habe gerade neben dem Artikel Emily gelesen, jetzt reicht er gerade so ein bisschen.
Lass die Tür ruhig klopfen, ich habe eine Waffe. Also wenn da jemand rauskommt oder so, gehe ich direkt ins Gesicht. Herein. Oder auch doch nicht. Wie zur Hölle ist da oben Blut rangekommen? Das müsste ja direkt hier oben sein dann, irgendwie. Hä? Okay, das macht keinen Sinn. Das Blut an der Tür macht keinen Sinn. Nee. Ah, jetzt kommt wieder schöne Musik. Oh, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich gehe jetzt hier hin, drehe mich um. Muss ich irgendwas triggern, damit was passiert? Okay. Wenn ich ehrlich bin, ich finde das ziemlich geil mit denen. Da ist auch immer eine Tür da, oder nicht? Scheiße, ist das Bild hässlich. Wie gesagt, das mit der Hand und der Rose, ja, das war schön. Das sah echt gut aus. Aber das alles hier... Also es ist einfach ein bisschen zu krank. Ach, das ist doch der oben runtergefallen ist. Nichts auf der Rückseite. Ja, das ist der Typ, der da oben runtergefallen ist. Ja, okay. Noch eins. Aber was hat er vor? Alter, diese Schrotflintenbacken, ne? Der geht mir schon dezent bis auf den Sack. Und auf einmal ist sie wieder da. Sobald ich die Schrot in der Hand habe, irgendwie mit irgendwas interagiere und dann sie wieder rausnehme, ist auf einmal irgendwas. Kann ich hier was machen? Nein, kann ich nicht. Ich bin jetzt ganz woanders, wenn ich diese Tür öffne. Und ich werde es leben, wahrscheinlich. Ey, dieses... Ich finde das gruselig, aber auch geil zugleich. Ey, von hier hast du keine gute Sicht auf mich. Warte mal. Siehst du das? Warte mal. Warte, ich stelle mich noch ein bisschen hin. So, jetzt kannst du Foto machen. Das ist meine Schokoladenseite. Oh ja, Baby. Gib's mir. Geh jetzt erstmal in diese Richtung hier. Guck mal, was wir hier noch haben. Ja, die Bilder sind alle nicht schön. Ich könnte zwar jetzt schon auf die schießen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts bringt. Also verschwende ich mal nicht meine Munition. Obwohl, ich habe eigentlich eine Menge Munition. Ich kann eigentlich so... Bam, Kniescheibe, noch nächste Kniescheibe, dann nochmal ins Gesicht. Bam. Na gut, dann werde ich auch mal nicht finden. Alter. Das Bild habe ich gerade so ein bisschen erschrocken. Wow. Alter. Ey, das ist so geil gerade. Bitte Level, hör nicht auf. Bitte geh immer weiter und immer weiter und immer weiter. Bitte lass das Spiel voll sein mit solchen geilen Leveln. Ich mochte das auch aus dem ersten Teil. Du bist irgendwo runtergefallen, dann bist du durch den Gang gefallen, hat sich der Gang auf einmal komplett gedreht, du bist dann auf den Boden aufgeknallt. Ey, das war einfach zu gut. Wie sich auch einfach alles noch gedreht hat. Du warst ja mal an einem anderen Ort und an einem Ort hat sich noch ein bisschen gedreht. Oh, das war einfach richtig gut. Ich hoffe, uns Evil Within wird es noch ein paar Teile geben. Ich hoffe jetzt nicht unbedingt, dass es das Assassin's Creed wird von Bethesda, aber es sollen schon ein paar Teile noch kommen. Oh Gott. Die Kette, die Rosen, der Puppenkopf. Der Blumenkopf, Alter, was wollte ich denn gerade sagen? Was sind das für Dinger?
Das pulsiert, Alter. Die leben da drinnen noch in diesen Dingen. Oder was auch immer da drin lebt, Alter. Was zum Teufel? Vor allem, dieses, habt ihr diese Kamera gesehen? Diesen Fotoapparat? Ey, das war doch kein Mensch mit einer Kamera. Das war etwas anderes. Das war nicht Stefano Valentini. Dafür hat das Ding viel zu merkwürdig bewegt. Und als er Foto gemacht hat, oder so, als das Foto passiert ist, habe ich auch irgendwie noch Beine und sowas gesehen. So Arme, die haben mir gegriffen, haben so eine Klopsarme, so eine dickeren Dinger da. Kommt jetzt ein neuer Bossgegner? Okay, wir sind wieder hier. Die Puppe ist enthauptet. Der Gang ist definitiv nicht mehr offen. Da liegt eine Menge Stuff. Okay, Bossgegner incoming. Ja, Schrotmunition, Pistolenmunition. Bossgegner ist direkt hier vorne. Okay. Das ist schon wieder, um Schrotmunition nicht zurücklassen muss. Na, verdammt. Wie kann ich nur ausgerechnet Schrotmunition? Warum habe ich da keine größere Tasche für? Muss der Emitter sein. Als wenn etwas wäre, Alter. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Ja, wir haben das Gerät gefunden. Einfach reinstecken. Das muss dieser Kommunikator sein. Ganz genau. Reinstecken. Startsequenz eingeleitet. Oh Gott. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der ihre Macht will. Es gibt noch jemanden wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber Sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano. Und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Verdammter Wichser! Starten meine wunderschöne Obscura. Neustartsequenz eingeleitet. Sequenz in 90 Sekunden abgeschlossen. Ach, das stoppt nämlich. Ich die Aktivierung des Emitters. Hält das Foto irgendwie lange an? Muss ich das Ding jetzt anschießen, damit es weggeht? Oder wie stoppe ich das Foto jetzt? Das Ding klingt irgendwie notgeil. Hört ihr das? Es geht hier so lang, Alter. Das ist ein bisschen widerlich. Nur durchhalten, bis der Emitter startet. Sequenz in 80 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 70 Sekunden abgeschlossen.
Existiere ich nicht? Du bist an der Decke. Aha. Mamas Liebling ist kein Vollidiot. La, lelu. Musik ist echt schön und so. Hey, da oben. Oh, warte mal. Muss wahrscheinlich rausgehen erstmal. Wo ist? Kannst du Bolzen da rausschießen? Sequenz in 60 Sekunden abgeschlossen. Ich glaube, ich muss die Linse kaputtballern. Wow! Los, Stacheln! Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Geh weg! Hui! Aus! Ah! Aus. Jetzt geht das schon wieder los. Ich nehme die Pistole mal lieber in die Hand. Da habe ich wesentlich mehr Munition für. Ich muss auf jeden Fall jetzt die Kamera treffen. Das Auge. Oh, das kann ich auch. Glaube ich, hierher jetzt. Rennt weiter. Danke. Kann ich drauf treten? Nein, kann ich nicht. Verarschen? Ich baller jetzt einfach nochmal in die Linse, Alter. Der Boss geht erst übelst einfach. Der ist nur rein zur Munitionsverschwendung. Und der will sie auch noch. Hi. Sequenz in 10 Sekunden abgeschlossen. Ich hab gewonnen. Ich will mich auch nicht treffen lassen. Geh weg. Tipp. Ich tue gerade so ein bisschen die Augen weh. Stabilisierung abgeschlossen. Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lily nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Oh Gott. Mist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Ja, dann gehen wir erstmal gleich nach draußen. Ne? Aber erstmal schauen wir uns hier so ein bisschen um. Hier war gerade ein Bossgegner. Und ein Bossgegner räumen ist meistens auch Munition. Also schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Vielleicht finden wir irgendwas.